So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann die Aufnahme gestartet hat, weil sie jetzt aus irgendeinem Grund komisch verzögert war. Ach ja, so muss das aussehen, wenn man eine Brücke repariert. Ausgelöscht. Der letzte Schuss hat gesessen. Sturmgewehr schadenbereit. Repariert. Wir warten auf Ihre Befehle. Wir sind bereit, Kommandant. Oh, meine kleine Artillerie. Ich bin wieder bereit. Und schieß mal darüber. Sie kann. Ja, sie kann! Sehe ich das da richtig? Was? Dass die Penner da tatsächlich? Ja, produzieren da tatsächlich. Ja. LOL! Meine Achter sind da. Ich erobere schnell mal die Punkte auf der mittleren Insel. Wir können gar nicht verlieren. Wir haben dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. Ich glaube, den gefällt mir auch. Man kann mir eher vorstellen, dass sie ihn nicht gefällt. Dein Jagdpanzer sollte mal auf den Schirm. Welcher Schirm? Geben Sie uns Ihre Befehle durch. Sturmgrenadiere erwarten Ihre Befehle. Genau. Beginnen mit der Patrouille. Grenadiere bereit. Jawohl. Wir stehen hier unter Beschuss. Ich decappe mal schnell das Gebäude hier. Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet. Okay. Bereit zum Vorrücken. So, wenn ihr fertig seid. Setzt die Kiste in Bewegung. Ja, Brücke ist fertig. So. LOL. Da, die haben das hier tatsächlich so reingeschrieben. Bei der Panzerjägerdoktrin. Treibstoffnachschub. Erhalte 75 Kraftstoff. Aus dem Oberkommando im Austausch für 100 Ammo. LOL. Ammo. Ernsthaft? Ich finde es auch irgendwie ein bisschen behindert, dass das dann immer bei 600 aufhört. Naja, ist das so. Ah, guck mal, der nächste Schaman. Kapau! Du kannst deine Stellung nach vorne verlegen. Mein Mörserträger macht sich jetzt schon den Spaß draus und setzt da drüben alles in Flammen. Aua, das tat weh, du Penner. Aua. Aua. Gut, dass mein Sanika hier direkt steht. Und gut, dass mein Mörserkar da drüben auf dem Mörser gerade eine Brandgranate eingepflanzt hat. Verstärkung. Oh, hier kamen gerade zwei Leichen vom Himmel gefallen. Ja. Ja, sprechen Sie. Tja. Ja. Fail! Man of War will ich jetzt ein paar meiner Männer nehmen und die ausrauben, ja. Bam! Vorsicht, ich fahr mit meinen Panzern ein Stück vor. Damit sie dir mehr Deckung geben können. Die Kampfgruppe leer. Ja, ich glaube, ich hab das ein bisschen vor. Ich glaube, ich habe das etwas zu ernst genommen, oder? Moment, ist das euer Ernst? Schau mal, ich stehe jetzt gerade auf so einem Granatentrichter. Pass mal auf. Stationäre Feuerstellen für Hinterhalt. Nur weil ich jetzt in der Deckung eines Granatentrichters stehe. Guck mal, wie die den tarnen. Alter! Das Ding ist unsichtbar. Sturmgrenadiere in Bereitschaft. Wir sind
Einfach ein paar Blätter drauf. Oh. Das einzige Sichtbare sind die Blätter. Nur weil dieses gottverdammte Ding in einem Granatentrichter steht. Ach ja, und deinen Pionier solltest du vielleicht dorthin zurückziehen. Da kann er aufgefrischt und geheilt werden. Heile, heile mit Weile. Stehen unter schwerem Beschuss! Heile, heile, Segen. Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet. Heute gibt es Regen. Heute ist klarer Himmel. Schade. Oh, bei uns auch. Schade. Bei uns hat es ja jetzt immer noch so verfickt viel Schnee, ey. Bei euch gibt's ernsthaft immer noch Schnee. Ja. Die Verstärkung macht sich einsatzbereit. Wenn du draußen spielst, bist du fast. Beginnen mit Eroberung. Knie hoch, fast. Krass. Ja. Bei uns, also, ich hab hier jetzt die letzten Wochen keinen Schnee gesehen. Also, kleineren Autos von uns? Also der Land Rover jetzt zwar nicht komplett, also der Range Rover nicht komplett. Haben Probleme vorwärts zu kommen? Nein, nicht komplett eingeschlafen. Den Range Rover. Keine Probleme vorzukommen. Das fette Auto da. Keine Probleme vorzukommen. Kannst du ruhig etwas lauter reden? Und die anderen Autos, ja, also die flacheren. Ja, die tiefer gelegten. Niedrigeren. Nicht so großen Autos, ja, die normalen Klasse Autos da. Die sind... Ja, die sind noch eingeschnallt. Komplett. Du siehst nichts mehr von denen. Die sind einfach nur weiß. Einfach ein weißer Berg. Fertig. Okay. Ja. Wieso kann die... Achso, der andere Panzerkommandant ist immer noch in Bau. Ich dachte, ich kann nur einen Panzerkommandanten bauen. Das wäre irgendwie schwachsinnig. Jetzt fehlt mir nicht mehr viel und ich kann einen Jagdtiger rufen. Also, da kommt jetzt kein Panzer mehr durch, wenn das fertig ist. Jo, mein einer Panzervieh hat einfach 36 Infanterie-Kills. Und mein Jagdpanzer hat 10 Panzer-Kills. Okay, Jagdtiger-Time. Oh, mein Scharfschütze hat 51 Kills, 52 Kills. Ach man, hier fehlen mir 500 Arbeitskraft. Keine Sorge, das habe ich in 2 Minuten. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Mannschaft bereit! So, und schon ist mein einer Panzer-4 jetzt auch mit einem Kommandanten ausgestattet. Ich finde es so geil, mein Scharfschütze 52 Kills, mein MG 47. LOL. Okay. Diese Fähigkeit ist ja mal OP. Was denn? Mein Jagdpanther hier hat die Fähigkeit, Moment, ich lese gleich nochmal vor: Veteranenschuss für 100 Munition. Der erfahrene Richtschütze des Jagdpanzers wird einen gut gezielten Schuss aus der tödlichen 88mm Kanone abgeben, der einen Feindpanzer garantiert ausschaltet. Okay. Dann kommt da so ein Pershing Ace. Boom! Boom! Frontpanzerung durchschlagen. Boom! Der Granate fliegt hinten wieder raus. Boom! Nächster Schaben dahinter gekillt. Das wäre krank. OP, 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 OP. Ich finde das bei Man of War Assault Squad, finde ich das voll lustig. Die deutsche Kampagne, ja, ich muss erst ein bisschen mit den scheiß Amis spielen, damit ich die deutsche Kampagne freigeschaltet habe. Mich so angekotzt. Also ich spiele mit den Amis. Die können nichts, habe ich festgestellt. Gegen Japaner. Die sterben einfach so richtig viel. Ja, bei den Deutschen. Infanterie einfach OP. Fahrzeuge einfach sowas von OP. Tiger-Ass. Also ein Tiger-Veteran. Sherman kommt. Boom! Von keine Ahnung. Also von riesiger Reichweite. Bam! Durch Häuser. Durch ein Haus durch. Ja. Nächsten Schuss geladen. Schießt man wieder praktisch durch das eine Haus, aber da jetzt schon freigeräumt wurde vom nächsten, vom anderen Schuss, geht es natürlich durch, in den Schirmen rein,
geht hinten wieder raus und geht in so einen Jeep rein. Lol. Beides getötet. Und stand da so, Wanne durchschlagen, bam, und beim Jeep Wanne zerstört. Fuck. Richtig geil. Ach, da ist mein Jagdtiger. Die Kampfgruppe Lea hat wieder einmal ihre Schlagkraft aufgestellt. Was tut mein MG da? Warum bist du nicht aufgestellt, MG? Kannst du mir das mal verraten? Nein! Ey. Nee. Weißt du, wie wär's jetzt damit, wenn wir gleich mal vorrücken? Jeep! Pum! Läuft! Kapau! Und überall flogen die Trümmer rum. Nee, aber Jagdpanzer schießt? Schießt daneben, Panzer 8-8er schießt, daneben, Panzer 4 schießt, daneben, letzter Panzer 4 schießt, BAM, Treffer! Oh mein Gott. Ich mag meine 8-8er. Mach die Brücke frei! Hier kommt das große Spielzeug! Ach ja, der Jagdtiger. Okay, kennst du ihn an? Wollt ihr mich verarschen? Mein Jagdpanzer hat ein Fitzelchen Schaden bekommen. Kennst du den Anime Girls on Panzer? Ja, kenn ich. Den der kennst du vom Alpha Wolf Daniel, glaube ich, und der von mir. Nein, ich kenn den schon vorher. Jagdtiger kommt. Ja. Ist das eine Wand oder ein Tor? Maus. LOL. Oh mein Gott, dieser Anime. So krank. Ach was. Ach komm. Rücken wir mal vor. Festhalten. Das kann ein wenig holprig werden. Ja, wir empfangen sie laut und klar. Warte noch, bevor du vorrückst. Zu spät. Okay. Bewegen uns durch ein Ding. Ja, ich hab dich jetzt noch mit Artillerie geschossen. Guck mal, da ist ein Panzer. Sie haben uns gesehen. Hallo. Hallo, Panzer. Oh, wie süß die sind. Guck, wie süß die sind. Mag Tiger. Panzersprenggranate, laden! Feuer! Hoppala, war ich das etwa? Out of control! Boom! Whee! Could it be that I'm a little bit a sadist? Nope. To be clear, I am now assessed. Nope. Los, mit allem angreifen! Oh, noch eine Sprenggranate vom Jagdtiger. Achtung, fertig. Und Feuer. Der Jagdtiger einfach ist. Ist ja gut, aber das machen wir jetzt noch fertig.
So, mein High-End-Panzer. HE-Granate in diesen Sektor. Feuer. Frei. Autsch. Autsch. Das tat weh. Ich zerschieße mir erstmal fast meine Panzer. Alter, dass der überhaupt überlebt hat, der Panzer 4. Aber wie knapp. Und meinetwegen kannst du jetzt von dort aus schießen, aber nicht mehr mitten in den anderen Panzern. Los, Männer, repariert schnell die Panzer, bevor die von irgendwas noch Schaden kriegen. Ich würde halt mit dem Panzer 4 anfangen. Was? Nichts. Das sah halt gerade so aus, als ob du nur den als erstes den Jagdpanzer machst. Ich habe 4 Truppen, ganz ehrlich, das kann ich beides gleichzeitig machen. Hab ich dann ja gesehen. Als es passiert ist. So, mein High-End-Panzer natürlich. Hier, ja, krass. High-End-Panzer! Oh, wir haben gewonnen! Juhu! Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns nochmal schnell die Statistiken an. Du bist vor mir mit Schaden, mit Infanterie. Dann getötet hast du auch mehr als ich. Lol. Ja, vermutlich haben deine MGs und deine 8-8er da ziemlich viel gerissen. Nee, meine 8-8er nennt mein Scharfschütze. Deine Artillerie. Und meine Arti. Meine Arti hat viel gerissen. Naja, okay. Und ich habe eben mit meinen Panzern ziemlich viel gemacht, wie man auch sehen kann. Du gerade mal 3340 und ich 13630 Punkte. Und das war das dann, glaube ich, auch, was Ausschlag gegeben hat. Ich sage, meine 8-8er hat nicht viel gerissen. Die kam ja kaum zum Einsatz. Ja, okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao. Ciao.